Die Hochwasserlage an Rhein, Mosel und entlang der Donau in Ostbayern bleibt über das Wochenende kritisch. So wurde in Köln schon im Laufe des Samstags mit der Einstellung des Schiffsverkehrs auf dem Rhein gerechnet. Der Rhein steigt mit 3 cm pro Stunde etwas schneller als erwartet, sagte Henning Werker, Leiter der wegen der aktuellen Lage eingerichteten Hochwasserschutzzentrale, der Deutschen Presseagentur. Am Samstag um 10 Uhr lag der Kölner Pegelstand bei 7,95 Metern, so dass für den Abend die für den Schiffsverkehr kritische Marke von 8,30 Meter erwartet wurde. Als Höchststand wird in der Rheinmetropole ein Wert um 9 Meter im Laufe des Montags erwartet. Passagier- und schwer beladene Schiffe haben bereits die Schutzhäfen angelaufen, zudem gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Pegelstände in Nordrhein-Westfalen wachsen durch die Regenfälle in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiter an. In Düsseldorf, wo das Flussbett breiter ist als in Köln, steigt das Wasser langsamer, mit etwas weniger als 2 cm pro Stunde. Die Marke lag bei gut 7,30 Metern am Vormittag. Die Vorbereitungen für Schutzmaßnahmen laufen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf Hochtouren. Unter anderem stehen ab Sonntagabend 40.000 Sandsäcke zur Verfügung, wie ein Sprecher mitteilte. Düsseldorf hatte bereits am Freitag Maßnahmen zum Schutz der Altstadt ergriffen und beispielsweise eine Schutzwand am sogenannten Alten Hafen errichtet. Wie eine Sprecherin des Hochwassermeldezentrums in Mainz mitteilte, sind die Pegelstände des Rheins insgesamt stark steigend. An einigen Stellen im Bereich des Oberrheins sei der Fluss schon über die Ufer getreten. Der Scheitelpunkt am Mittelrhein werde für Sonntagmittag erwartet. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums Mosel in Trier wird auch die Obermosel am Samstag und am Sonntag stetig anschwellen. Der Höchststand wird in der Nacht zum Montag bei 6,50 Metern am Pegelperl erwartet. Mit dem für Samstagnachmittag vorhergesagten Regen werde auch die mittlere Mosel am Sonntag wieder leicht ansteigen, am Pegel Trier auf voraussichtlich 8,50 bis 8,80 Meter. Von Montag an werden hier fallende Wasserstände erwartet. Während sich in Bayern die Lage an vielen Gewässern entspannte, erreichte die Donau im niederbayerischen Kelheim in der Nacht zum Samstag die zweithöchste Meldestufe 3. Einzelne bebaute Grundstücke und Häuser wurden laut Hochwassernachrichtendienst, HND, überflutet. Auch in Regensburg stieg der Pegelstand an. Größere Überflutungen und das Erreichen der höchsten Meldestufe waren laut HND anders als zunächst angenommen, aber unwahrscheinlich. Flussaufwärts in Donauwörth und Ulm ging der Pegelstand bereits wieder zurück. Auf dem Main rollte die Hochwasserwelle in Richtung Rhein weiter. Vor allem in Unterfranken stiegen die Pegelstände zunächst noch an. Die Schifffahrt hatte bereits am Freitag pausieren müssen. Die Hochwasservorsorge am Rhein soll deutlich ausgebaut werden, um die Anwohner besser zu schützen und wirtschaftliche Risiken zu senken. Mit besserer Evakuierung und ausgebautem Hochwasserschutz werde das Risiko für die Menschen bis 2030 um bis zu 80% reduziert, sagte die Geschäftsführerin der in Koblenz angesiedelten Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins, IKSR, Anne Schulte-Würl-Verleidig, der Deutschen Presseagentur.